Den Kopf ab. Ich brauche sofort Verstärkung. Hört mich jemand? Ich glaube, da ist noch eine andere Gruppe und die haben es ins Innere geschafft. Wir müssen das ganze Gebiet... Schön. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Daniel. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Hi, ja, ich muss da rein. Daniel, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Mama Guido. Grandiocha. Hallo? Der Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus. Machen wir ihn auf. Huh?
Du bist nicht Derek Bash. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig, der Code war gut. Asara, gefunden? Nein, aber die Sache mit Sliro und Derek Bash, sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind, versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Wenn ihr nicht... Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Ich... Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Hey! Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Derek Bash? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Er schießt sie! Ich darf hier nicht denken draus! Oh, du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nix. Du weißt nicht, mit wem du dich hast. Wie komme ich hier raus? Einen Weg hier rausgeben. Nix, mach keinen Mucks. Ich will ein Todesmahl an dir, sofort! Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird keinen Ort in der Galaxis geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Bitte sei kein Müllschlucker. Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech.
Sieh nur, das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Nix, auf das Fass da. Was soll das denn werden? Ich befehle euch, die aufzuhalten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da ganz bestimmt etwas. Nix, jag das hoch. Lass dich nicht entkommen! Was ist das? Hier ist es nicht. Hab ich mir wohl eingebildet. Showtime, Kumpel. Lass uns das hochjagen. Weg hier. Geschafft. Irgendwie. Komm schon. Oh, hallo.
mir leid. Tut mir leid. Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä? Viele neue Freunde heute. Hey, wir müssen das nicht tun. Ohne die Beute gehen wir hier nicht weg. Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit... Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacka. Ich heiße Wacka. Finde ich dich, Wacka. Na schön. Schauen wir mal.
Wow, schick. Das Schiff, fliegen zu den Kernwelten und drehen ein großes Ding. Sieh dir das an. Das muss Mirogana sein. Sag schon, Wacka, was springt für dich dabei raus? Ich glaube nicht an Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Logs habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher? Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut. Ich überleg mir was. Alles klar. Gehen Sie weiter. Zum Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. In die Tasche, Nix.
Hol's dir. Hey, komm her. Okay, ich gehe schon. Weitergehen. Können Sie sich ausweisen? Ja, hier sind meine Dokumente. Alles in Ordnung? Werden wir sehen. Hey, was hast du hier zu suchen? Oh, mein Fehler. Rücksichtsloses Ungeziefer. Du kennst die Regeln. Keine Kredits, kein Sabak. Du schuldest den Pikes sowieso schon ein Vermögen. Nobada. Rubuma Vakaran Sahuruda. Chonder Wigo Stifter. Noma Naga Bedwana Tonka Ovsa. Danopa Hilta, gestern Abend eine Partie Tuta Waitokyama, Tuta Oska Uchiji Puno. Hast du schon mal von den Ashiba Tadridak? Ich nicht. Tisayama. Ich dachte, die sind bestimmt keine guten Sabak-Spieler. Huha Naga Tadinka Haku Ripawa, Stutka Huha Haba Kiyotopa Tatui. Pikes Nulia Tatooine, Huha Hagwa Pisga Ubade. Lota Jaba Kava Crispo Yama. Puno jope his naga. Chichut wama chichamanda. Letzte Nacht wurde jemand dabei erwischt, wie er einen Hutten übers Ohr hauen wollte. Mann, in dessen Haut will ich nicht stecken. Jemand hat mir erzählt, dass die Hutten Mühe haben, was für Jabba zurückzuholen. Ist noch ein Platz frei? Schauen wir mal. Halte. Passe. Das ist ein Sabbat. Ihr habt den Druiden gehört. Nimm das. Gib mir was Gutes.
Ruhe, Yokacha! Ja, halt. Halte. Warum habe ich das gemacht? Ich habe einen Wurf. Da ist er ja. Ha, war ja einfach. Danke für die Kredits. Versuch's doch. Wenn das Imperium dich nicht kriegt, dann die Pike-Wachen. Was glaubst du, wer von denen rücksichtsvoller ist? Du bist den Aufwand nicht wert. Du willst doch bei den Pikes mitmachen. Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und der Boss? Ich habe eine Spezialeinladung in seine Privaträume. Sonst kommt man da nicht rein. Wäre das was? Ich mache dir ein Angebot. Nee, nicht nötig. Wie du willst. Ich bin hier, wenn du es dir anders überlegst. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Gut gemacht, Nix. Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Magst du das?
Das Bedienfeld macht immer Probleme. Und wir haben gerade erst den neuen Liftantrieb drin. Ärger mit der Technik? Falsch verdrahtet. Das wirkt sich sogar auf den Turbolift aus. Ach ja? Ich kann's mir mal ansehen, wenn du willst. In der Kantine zu Hause habe ich bei sowas auch immer geholfen. Ich kenne dich nicht, also nein. Tja, jetzt schon. Also, vielleicht nächstes Mal? Es bleibt bei einem Nein. Ach, hey, was ist da hinten? Nur große Nummern. Hör mal, Kumpel. Ich bin aus Kanto. Und da bin ich die größte Nummer überhaupt. Hau ab! Hey! Nur für geladene Gäste. Na, wer sagt's denn? Gut, dann also auf zu Gorak. Sieht aus wie ein Unterboss. Das ist Gouverneur Tordens Stadt, nicht ihre. Schaff ihn raus! Und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich habe genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos.
Der ist witzig. Hm, Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hereinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Ach, völlige Zeitverschwendung. Guter Junge. Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danka. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet dein Ruf über Leben und Tod. Apropos, ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihnen, Kay-Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß.